Yay, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon FireRed Challenge. Und ja, ich mache jetzt andere Musik runter, weil ich werde viele langweilige Stellen vorspulen. Dann wird sich, wie zum Beispiel dieses hier, langweilig, langweilig, bla 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 bla. Und das interessiert keinen, dann hört sich die Musik kacke an, deswegen mache ich andere Musik runter. Ja, bla bla bla, Prof. Eich, ja, ja, mein Name, natürlich ist mein Name ein ganz normaler, kein besonderer. Ich heiße Brot. Meine Mutter hat mich nach ihrem Lieblingsessen benannt. Ja, ich bin Brot. Und wer ist das denn? Sein Enkel. Okay, wie heißt dein Enkel? Oh mein Gott, ein epischer Name. Eric, wie wär's mit Eric? Ja, Eric ist ein cooler Name. Obwohl, es wäre noch cooler, wenn Eric. Eric ist ein viel coolerer Name als Eric. Ah ja, es war... Ah, war es Eric? Ja. Eric! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Stimmt! Es lag mir auf der Zunge. Brot. Eine unglaubliche Reise. Die Welt der Pokémon erwartet dich. Oh mein Gott. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Weg zum Klo. Und wir werden erstmal verkleinert und verpixelt. Und wir gucken Fernsehen. Ja, natürlich. Was sollten wir anderes tun, als Fernsehen gucken und NES spielen? Hallo Mama, ich gehe weg. Ich komme nie wieder. Tschüss. So, Alabastia. Und, oh Gott, wir gehen einfach mal raus. Warte, geh nicht raus. Warum? Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eine Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Yay, wir sind in einem Labor und wir... Hallo, Eric. Appa, ich will nicht länger warten. Eric, lass mich nachdenken. Okay. Ah, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Brot. Dort liegen drei Pokémon. Nein, da sind drei Pokébälle mit Pokémon. Haha! Sie befinden sich in die Pokéball. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin und trocken und was auch immer, habe ich nur drei Pokémon übrig. Ich habe sie alle gegen irgendwelche Typen verschenkt. Wie ihr. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle! Halt, Opa! Und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Eric. Auch du sollst eins bekommen. Ja, aber weil ich ihn überhaupt noch gar nicht kenne und erst hier hingezogen bin oder wie auch immer, darf ich mir natürlich Essens aussuchen. Und ich nehme Shiggy. Shiggy, Shiggy, Shiggy. Shiggywara. Brot, möchtest du das Wasser-Pokémon Shiggy? Yeah, awesome. Ach ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was... Ja, blablabla, Energie geladen. Brot erhält Shiggy. Ja, was meine Challenge ist. Meine Challenge ist natürlich... Na okay, es liegt überhaupt nicht auf der Zunge, aber... Nein, Shiggy bekommt keinen Spitznamen. Meine Challenge wird darin bestehen, dass ich nur zwei Pokémon überhaupt benutzen werde. Außer dass Shiggy das am Anfang, das zählt jetzt nicht. Ich werde mir mit Shiggy die anderen beiden Pokémon fangen und dann... wird es nur noch die beiden geben und dann spiele ich das Spiel mit zwei Pokémon durch. Yay, und Eric erhält wieder Samen. Oh mein Gott. Lololololo. Oh mein Gott, wer hatte das gedacht? Warte, Brot. Ja, ich habe seine Stimme vergessen. Warte, Brot. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon. Ich fordere dich heraus. Bedenk. Eine Herausforderung von Rivale Eric. Dieser Samen wird von Rivale Eric in den Kampf geschickt. Yay. Bisa, Bisa. Shiggy. Shiggy, Shiggy. Kampf! Shiggy, Tackle! Bam!
Wieder Sommer-Tag einsetzen. Shiggy Tackle! Pam! Wieder Sam! Tackle! Pam! Shiggy Tackle! Pam! Ein spannendes Duell! Dieser Sam! Tackle! Pam! Shiggy Tackle! Pam! Dieser Sam! Tackle! Pam! Shiggy Tackle! Pam! Wow, ist das spannend! Oh mein Gott, dieser Sam setzt Tackle ein! Shiggy, setz Tackle ein! Dieser Sam, Tackle! Oh ja, ein... Oh Gott, wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Oh mein Gott, Shiggy hat gewonnen! Yay, Shiggy war da! Shiggy erhält ein paar IP! Yay, Level Up! Shiggy erreicht Level 6! Spieler besiegt Rivale Eric! Was? Unmöglich! Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Und gewinnt 80! Puck-Dollar! Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Rot, Opa, wir sehen uns später. Ding. Und dann gehen wir auch mal raus hier. Und dann gehen wir noch weiter raus. Schritt für Schritt. Du stehst mir da im Weg, Mädel. Sieh nur. Ich habe das, was auf meinem Tipp. Ja. Oh Gott, ich kann das Startmenü aufrufen. Wow. Uninteressant. Okay. Tauxi. Und das ist keins von den Pokémon, die ich benutzen werde. Blum. Uninteressant. Weg. Radfahrt. Ratatatata. Flucht. Dum, 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 dum. Miau. Miau, miau, miau. Miau. Hey, kommst du aus Alabastia? Hawaii schickt dich, oder? Eigentlich, ja. Seine Bestellung ist angekommen. Holst das Paket für ihn ab? Ist keine Bombe drin. Bitte, lass die Hawaii öffnen. Ist ganz wichtig. Und wieder Wasser. Niu. 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 So, mal ganz schnell zurück. In Lichtgeschwindigkeit. Niu. Rat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 a. Niu. Hawaii, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, Brot. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Gleichfalls. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Brot übergibt sich! Brot übergibt Prof. Eich das Paket. Ah, auf dieses Spezial-Pokéball. Ich warte schon lange. Vielen Dank, weil es ist ein ganz normaler Pokéball, der ganz normal im Laden erhältlich ist. Deswegen warte ich da sehr lange drauf. Papa! Warum hast du mich hierher bestellt? What the fuck? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Nee, falsche Stimme. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Brot, Eric, diese beiden sind für euch. Brot erhält ein Pokédex von Korbein. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen und detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Brot erhält 5 Pokébälle. Brot packt die Pokébälle in die Pokéballtasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball um und versuche es. Doch, du wirst auf. Mal ist kein Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss es schon etwas kaputt machen. Ein Lexikon über alle Pokémon in der Welt. Das war mein Traum immer schon. Aber ich bin zu alt. Schon wieder, Alter, der ist Falle Emo. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg.
Ich werde deinen Traum verwirklichen und insgesamt 2 Pokémon fangen. Ist es nicht ein Traum? Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Menschheit, Pokémon oder was auch immer. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Rot, es tut mir leid. Aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll ich keine geben. Rot. Hahaha. So, und das Video ist bald zu Ende, deswegen sage ich Vlog für heute. Warte, ich mach so einen geilen Übergang, dass das so dann noch schwarz wird. Das ist voll cool, weißt du?